Hi und hallo, liebe Brussinnen und Brussen, zum Bitburger Fohlen-Talk am Mittwoch. Schön, dass ihr reingeklickt habt und schön, dass ihr Fragen geschickt habt an unseren Gast, auf den ich mich ganz besonders freue. Es ist der Fußballgott, unsere Nummer 24. Toni Janschke ist da. Hi, Toni. Hi, grüß dich. Schön, dass du da bist. Ihr habt gerade Training gehabt. Wir werden über Fußball sprechen, aber auch über andere Dinge. Dafür ist der Bitburger Fohlen-Talk mittlerweile bekannt. Gehen wir mal erstmal weg vom Fußball. Wie geht's dir? Ja, soweit ganz gut. Kann mich nicht beschweren. Das eine oder andere Wehwehchen, aber könnte schlimmer sein. Und fußballmäßig gesehen könnte es auf jeden Fall besser sein. Ja, definitiv. Also zum einen natürlich meine persönliche Lage. Ich habe jetzt nicht so viel gespielt dieses Jahr. Natürlich auch durch meine Gesichtsverletzung in der Hinserie. Und klar, als Mannschaft haben wir uns natürlich bedeutend mehr vorgestellt. Aber es ist, wie es ist. Und jetzt kommen die Spiele, wo wir punkten sollten. Beim Gesicht sieht man aber gar nichts. Nee, zum Glück nichts mehr. Man merkt es ab und an, also ich merke es ab und an, dass dort die eine oder andere Platte drin ist, ja, und der ein oder andere Nerv involviert war, aber jetzt so vom Äußeren merkt man zum Glück nichts mehr. Wo ist die Platte? Also das haben die echt gut gemacht. Ich habe hier eine, ich habe hier eine und ich habe hier eine. Und die kommen also auch irgendwann wieder raus? Oder? Das wissen wir noch nicht, das entscheiden wir dann noch, wenn es soweit ist. Im Moment bleiben sie drin, die Platten an für sich sind okay, aber ja, wie gesagt, man merkt halt, dass dort was drin ist. Ja, ich habe mir mal deine Verletzungshistorie angeguckt, also du hast auch schon kopfmäßig einiges gehabt, ein paar schwere Verletzungen auch, immer wieder zurückgekämpft und so. Ist das Zeichen deines Einsatzes oder? Das weiß ich nicht, ist ja mein Job, irgendwo zurückzukommen. Ja, Gesicht, ich bin halt nochmal ein bisschen klein für einen Verteidiger. Das kommt dann wahrscheinlich noch mit dazu, dass man das eine oder andere Mal den Ellenbogen mit reinkriegt. Und ja, bisher habe ich es immer geschafft, mich zurückzukämpfen, aber man merkt natürlich schon, dass es mit dem Alter immer ein bisschen länger dauert. Wem sagst du das? Ich kenne das so ein bisschen. Erstmal, was möchtest du trinken? Haben wir dich vorher schon gefragt. Ja. Du hast gesagt, du nimmst einen Radler Naturtrüb. Radler 00. Bitte den Deckel hier nicht wegschmeißen, den braucht man natürlich eventuell nicht gleich noch. Ja? So, dann, wir haben uns ja auf alkoholfrei geeinigt. Genau, erstmal um die Uhrzeit alkoholfrei. Cheers. Es kam aber auch schon eine Frage, da wollten einige wissen, es ist ja der Bitburger Fohlen-Talk, was trinkst du gerne? Trinkst du gerne Bier oder lieber Wein? Bier. Oh, ja. Also ich trinke auch mal ein gutes Glas Wein, aber eigentlich präferiere ich Bier. Okay, dann schauen wir mal. Beim letzten Mal bei Jonas Hofmann habe ich es vergessen, das am Anfang zu machen. Diesmal nicht. Wir haben nämlich eine Rubrik hier im Bitburger Fohlen-Talk, die da heißt, wie gut kennst du dich selbst? Ich stelle drei Behauptungen auf über dich und du sagst mir dann bitte, ob die stimmen oder nicht. Okay, schauen wir mal. Am 6. Dezember 2008 war nicht nur Nikolaus, sondern auch der Tag, an dem du dein erstes Bundesliga-Tor gegen Bayer Leverkusen erzieltest. Das Spiel ging 1:3 aus. Damit warst du der drittjüngste Torschütze Borussias überhaupt. Das müsste hinhauen. Das Datum bin ich mir nicht ganz sicher, ob das auf den Tag genau ist, aber es müsste hinhauen. Ja, ist richtig. Deine Antwort ist richtig und auch das stimmt. Nur, weißt du, wer noch jünger war als du? Rainer natürlich. Rainer Bonhoff, genau. Unsere Legende hier und Marco Wier. Ja. Genau. Okay, stimmt. Zweite Behauptung. In deiner Karriere sahst du in der Bundesliga 34 Mal die gelbe Karte, einmal gelb-rot und einmal glattrot. Das ist auf jeden Fall falsch. Also ich habe weder eine gelb-rote noch eine glattrote bei den Profis bekommen. Ich habe einmal bei den Amateuren eine gelb-rote und in der U17 gegen Köln eine rote bekommen in Köln. Aber das ist mal erlaubt ab und an. Da ist es erlaubt, ja. Ja, also demzufolge muss das falsch sein. Ja. Ist falsch. Gelb, Rot und Rot hast du nie gesehen. Wie macht man das bei deiner Spielweise? Indem ist das man nach der ersten gelben Karte aufhört, rumzugrätschen. Ja, ist das dann einfach Cleverness? Oder? Weiß ich nicht. Also du musst natürlich dann schon damit arbeiten. Wenn du halt früh eine gelbe kriegst, dann solltest du das nicht nochmal machen. Weil es bringt dir auch nichts. Schadest der Mannschaft. Und ich hatte zum Glück noch nicht die Situation. Natürlich, wenn du mal führst in 80. Minute, musst einen Konter unterbinden, dann hättest du mich auch treffen können. Aber wie gesagt, die Situation kam bisher noch nicht. Und demzufolge bin ich ohne Platzverweis. Rami kann das ja auch ganz gut, ne? Sich früh eine gelbe holen. Genau. Und dann hat er dich mal gefragt, wie man das macht? Ich weiß nicht, aber Rami ist halt manchmal ein bisschen hitziger unterwegs, ist ja auch seine Spielweise und dementsprechend hat er auch schon mal eine rote gesammelt. Fragt der Trainer einen dann manchmal so in der Kabine, wie sieht's aus? Die Trainer haben ja meistens ein ganz gutes Gefühl. Bei Rami war es ja dann erst quasi mit der letzten Aktion, wo man jetzt am Wochenende vielleicht hätte eine gelb-rote geben können. Hat der Schiri, den ich übrigens sehr gut fand.
Er hat ein Fingerspitzengefühl gezeigt, weil das Spiel natürlich auch schon weit entschieden war. Aber ja, demzufolge passiert das schon mal. Aber gibt ja auch Schiedsrichter, die sagen, egal wie steht, ich. Auf jeden Fall. Ne? Also man hätte sich da nicht beschweren können, wenn wir da noch einen verloren hätten. Dritte Behauptung, auf deinem Instagram-Account ist das allererste Bild, was du jemals gepostet hast, und das war, Anne, ich sag nicht, wann es war, dann könntest du es vielleicht herleiten, ein Bild von deinem verletzten linken Bein. Das Bild gab es auf jeden Fall aus Köln, 2017 müsste das gewesen sein, Dezember 2017. Ob das erste war, ist eine gute Frage. Ich sag jetzt einfach mal ja, das war das erste. Ja, ist richtig. War das erste sogar? Genau, 17.02.2016 stand drauf. Meniskus. 17.02.2016, okay. Ja, von daher. Aber du hast zweimal, dreimal, richtig. Siehste. Alles. Du kennst dich sehr gut selbst. So, sollte ich zumindest ein bisschen. Auf jeden Fall. Es sind Fragen gekommen im Vorfeld. Wie kommt es, dass du Borussia so sehr liebst? Fragt Candy. Das ist eine gute Frage. Ich hatte ja letztens schon im Fohlenheft viel mit Markus Ahrens auch gesprochen und über was Borussia auszeichnet, was mich auszeichnet. Und ich glaube, es passt einfach ganz gut zusammen. Und mein Leben ohne Borussia gibt es ja im Prinzip gar nicht. Also ich bin mit 16 hergekommen, in dem Alter, wo man seine ersten eigenen Entscheidungen und so trifft. Und ich kenne quasi nur Borussia und demzufolge ist das quasi, passt das einfach ganz gut zusammen. Und wie gesagt, ich kenne nichts anderes und für mich ist das halt mein Verein, fertig. Also fußballmäßig auf jeden Fall. Das passt auch ganz gut zu dem Oberthema, über das wir mit dir sprechen wollten. Nämlich in dem Fall ist das eher Heimat. Denn man weiß, dass du gerne in der Sommerpause dein Fußballcamp machst, da wo du herkommst, aus Hoyerswerda. Man weiß, dass du noch sehr verbunden bist. Du hast ein paar Ferienwohnungen da an der wunderschönen Seenplatte und du hast im Prinzip zwei Heimaten. Einmal da, wo du herkommst und einmal deine Fußballheimat. Du sagst es, du bist, seitdem du jung bist, hier. Kann man das haben? Würdest du Gladbach auch als Heimat sehen oder eher nicht? Doch schon, klar. Ich habe drei, wenn man es so sieht sogar. Also bei mir ist immer Gladbach-Düsseldorf zusammen, weil ich wohne ja in Düsseldorf seit ein paar Jahren. Mhm. Ist das natürlich meine Heimat, wo ich lebe, wo ich arbeite, wo ich Großteil meines Lebens verbringe. Dann ist das Wort Heimat ist natürlich mein Heimatort, wo ich geboren bin, wo alle meine Freunde, Familie lebt, mit Hoyerswerda und Umgebung. Und dann gibt es noch Dresden, wo ich 5 Jahre in meiner Jugend verbracht habe, wo ich auch viele, viele Freunde noch habe, wo es mich vielleicht mal später wieder zurückziehen wird. Also ich habe da schon diese drei Orte, sage ich jetzt mal, und es ist schwer zu werten. Hoyerswerda wird immer meine Heimat bleiben, meine Anlaufstelle Nummer 1. Aber ja, wie gesagt, mein ganzes Leben habe ich eigentlich, oder zumindest mein halbes Leben habe ich jetzt hier verbracht und fühle mich sehr, sehr wohl. Du hast gesagt, vielleicht wieder zurück. Könnte das bedeuten, dass du es ähnlich machst wie Flacco? Also, dass du vielleicht auch hier in der Gegend heimisch wirst und hier bleibst? Schwer zu sagen. Ich würde es nicht ausschließen, aber mein Ziel war es eigentlich immer, früher oder später zurück in die Heimat. Wie gesagt, meine Familie lebt dort. Familie meiner Freundin, meine ganzen Freunde, die ich noch aus Kindesalter kenne, die ich sehr pflege, die Freundschaften, ist alles bei mir in Hoyerswerda und demzufolge war es schon immer das Ziel, wieder zurückzugehen, aber ja, das Leben spielt manchmal anders. Ich würde es jetzt nicht ausschließen, dass ich auch noch viel, viel länger hier bleibe. Ja, viele haben auch gefragt von euch, danke für eure Fragen. Ihr könnt übrigens jetzt auch Live-Fragen stellen, die wir später auch versuchen zu beantworten, beziehungsweise Toni zu beantworten. Ich meine, mir könnt ihr auch welche stellen, aber die meisten von euch wollen von Toni viele Sachen wissen. Zum Beispiel, viele haben gelesen, dass du im Vertrag stehen hast, dass du auch über deine aktive Karriere hinaus bei Borussia was machst. Gibt es da schon Konkreteres? Habt ihr da schon mal drüber gesprochen? Wir hatten es mal angeklungen mit Max. Demzufolge ist das natürlich jetzt eine neue Konstellation, aber mir war es wichtig, dass ich das gleich mit verankere. Weil es ist nicht einfach, wenn du so lange in Anführungsstrichen nur Fußball spielst, dann in die Arbeitswelt zu wechseln, was das bedeutet. Das müssen wir auch erstmal lernen, die Leute, die jetzt Fußball spielen. Was es bedeutet, länger im Büro zu sitzen oder. Und das war mir wichtig, dass ich da nicht in so ein Loch falle, weil ich das bei vielen ehemaligen Mitspielern mitgekriegt habe, ja, die erstmal nicht wissen, was mit sich anzufangen. Und so hast du direkt eine Aufgabe fortführend und passt dich direkt an deinen neuen Lebensabschnitt an.
Und deswegen war mir das wichtig, was es dann sein wird, das werden wir dann entscheiden, wenn es soweit ist. Das klingt so, wie man dich oder wie ich dich auch kenne. Wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger, sehr reflektiert und auch schon über den Horizont hinaus ein bisschen gucken. Du machst aber nebenbei ja schon andere Sachen. Zum Beispiel kann man bei dir wunderschöne Ferienwohnungen mieten. Unter anderem, ja. Genau. Hat man auch ein schönes Bild auf Instagram gesehen? War das gestellt oder war das echt eigentlich, nee, wo du mit dem Staubsauger das war ganz witzig, weil ich wirklich mitgeholfen habe. Wenn es mal passt, dann helfe ich natürlich auch mit. Sollte man vielleicht auch als Chef ab und an zumindest sich mal blicken lassen. Und dann kam die Idee von einem oder anderen Mitarbeiter, komm, lass uns da doch mal einen Post machen auf Instagram. Es kommt ganz cool an. Ja, war natürlich ein Lacher unten in der Kabine. Aber doch, also wenn ich mal da bin und die Zeit ist, also es passt, dann helfe ich natürlich auch mit. Ja, da muss man sich dann von den Mitspielern was gefallen lassen. Wenn man, finden die das so ungewöhnlich, dass man als Fußballer oder als Mann auch mal einen Staubsauger in die Hand nimmt? Oder? So, was war die nächste Frage? Achso, ja, okay. Gut, bleiben wir doch mal bei Immobilien im weitesten Sinne. Ihr wisst es, hier im Bitburger Fohlentalk haben wir auch immer ein kleines Spielchen vorbereitet. Und ihr könnt jetzt während der nächsten 2 Minuten einfach mal in die Kommentare ein Emoji schreiben, was ihr glaubt, wer dieses nächste Spiel gewinnt. Ich sage erstmal, was das Spiel sein wird, nämlich einfach hier mit diesen wunderbaren Bitburger Bierdeckeln ein Haus bauen und derjenige, der das höhere Haus innerhalb einer Minute baut, es muss aber auch stehen bleiben, ja, der hat das Spiel gewonnen. So einfach ist es. Ihr könnt jetzt mal einen Ball in die Kommentare posten, wenn ihr sagt, Toni gewinnt das, und ein Mikrofon in die Kommentare posten, wenn ihr sagt, ich werde dieses Spiel gewinnen. Es geht um 2x ein Bitburger Fanpaket im Wert von je 100 Euro. Mitmachen kann jeder oder jede, die mindestens 18 Jahre alt sind, entweder ein Facebook- oder Instagram-Account haben. Und unter allen, die richtig getippt haben, also entweder Ball oder Mikrofon, wird nach dem Zufallsprinzip dann eine Gewinnerin oder ein Gewinner ausgelost. Die Daten, die wir für die Kontaktaufnahme aufzeichnen, die werden nicht wirklich aufgezeichnet, vor allem nicht gespeichert und nicht weitergegeben. Stichwort Datenschutz, alles weitere, alle Infos dazu auf www.borussia.de. Und das wollte ich immer schon mal sagen, beim letzten Mal hat Jonas mir den Satz fast weggenommen, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. So, und jetzt könnt ihr die Kommentare posten. Hier, bist du gut in sowas eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Bist du jemand, der gerne ausgeht, kneipenmäßig? Ja, ab und an schon mal. Das schon. Ja. Morgen ist Karneval, bist du ein Karnevalstyp? Nee, das eher nicht. Bei mir in der Heimat in Wittchenau gibt es das zwar auch und ab und an ist das mal ganz witzig, aber ja, meistens nicht so. Wittchenau heißt das ganz genau. Wittichenau, ja. Wittichenau. Ich habe mal geguckt, die Gegend bei oder Hoyerswerda selbst war nach dem Zweiten Weltkrieg 70.000 und mittlerweile 32.000. Ist das auch so ein bisschen Heimatverbundenheit, dass du sagst, oh Mensch, die Gegend da ist so schön, warum haut ihr denn alle ab? Das müsste ich jetzt jeden einzelnen fragen, der weggegangen ist, aber ja, es war einfach so. Gerade mit dem Zerfall der DDR gab es natürlich weniger Arbeit, viel sozialistische ja, Betriebe wurden aufgelöst, Stichwort Treuhandfonds etc. Und ja, und dementsprechend mussten die Leute irgendwo hin, wo sie Arbeit finden. Und so kommt halt diese Flucht zustande. Aber es ist... ich finde, es ist ein wunderschöner Ort. Und durch die Braunkohle, die ja irgendwie weiter bewirtschaftet werden muss, Rekultivierung etc., ist dort sehr, sehr schöne Landschaften sind entstanden. Und voll. Dementsprechend finde ich es ein sehr, sehr schöner Ort. Ja, das weiß man aber oft gar nicht, ne? Oder viele wissen es nicht. Ja, aber das ist ja, ich sag mal, ein generell deutsches Problem, dass wir oft nicht wissen, was wir überhaupt alles Schönes bei uns im Land haben und stattdessen lieber das 8. Mal nach Mallorca fliegen. aber gut, so sind wir halt. Ja, Braunkohle ist vielleicht auch ein Grund, weswegen du dich hier so heimisch fühlst. Ich meine, hier ist auch Braunkohle gebühlt, ja, ne? Definitiv. So, also wenn man hier die A61 mal fährt, so da die Bagger da. Sieht man viel, ja. Das Rheinische Revier, also das bietet aber auch viele Chancen. Renaturierung, was da an Seen entstehen kann und so. Großes Thema auf jeden Fall. So, dann hier die nächste Frage, die vorher kam, bevor ihr gleich nicht mehr reinposten könnt, wer das Spielchen gleich gewinnt. Welcher Trainer oder welche Trainer waren deine wichtigsten? Oh, das ist schwer zu sagen. Irgendwo, ja, ich habe viele wichtige Trainer. Gerade den Übergang natürlich zu den Profis mit Uli Sude, Sven Demand, Christian Ziege, mein erster Trainer hier.
dann mein Sportdirektor, dann mein Co-Trainer hier, war natürlich auch sehr wichtig. Und Lucien Favre natürlich, der mir dann, sag ich mal, diesen letzten Push gegeben hat, der mich dann spielen lassen hat bei den Profis und mich auch mehr oder weniger 4,5 Jahre lang gefördert hat und immer spielen lassen hat. Das war natürlich schon enorm wichtig, aber ich habe von allen Trainern, auch mit denen ich weniger gut klarkam, trotzdem immer gute Sachen draus gezogen und eigentlich zu allen ein sehr gutes Verhältnis gehabt, auch wenn wir sportlich nicht immer einer Meinung waren. Wir hauen rein. Die 2 Minuten dürften um sein. Das bedeutet, ab jetzt könnt ihr wieder eure Fragen an Toni posten, die wir dann nach dem Spiel noch beantworten. Also, 1 Minute. Mal gucken, wer höher stapelt. Sollten wir gleich hoch sein, wird es ein kleines Stechen geben. Aber einmal bitte die Zeit nehmen. 1 Minute ab jetzt. Jetzt geht's los. Oh, ich kann sowas gar nicht. Ich habe auch eine Zitterhand. Ja. Das fliegt doch gleich auf. Siehst du, genau, das ist es hier. Vielleicht. Also das geht schon mal nicht. Hätten wir doch kein 0-0 trinken sollen. So, das sieht doch schon mal gut aus. Zack. Darf und vor allem muss es aber am Ende noch stehen. Ne? Also es nutzt jetzt nichts, wenn die so hoch sind. Und oh, siehst du, da fällt das doch schon wieder um. Wäre das jetzt schon höher als deins? Ja, bisher ja. Bisher ja, aber die Minute ist noch nicht um. Zack, guck mal. Wie viel haben wir noch? Nein. Guck mal jetzt. Guck mal, da ist der erfahrene. Das wäre doch schlimm. Dann habe ich schon zum dritten Mal. Also ich kann es nur noch versauen jetzt bei mir. Deswegen. Hintereinander verloren. So, komm, wenn ich da noch hinkomme. Nein. Oh, warte 4, mal, der wäre höher. 3, 2, ja. Nein! Das ist, aber du hast mich auf eine gute Idee gebracht. Verlieren ist Mist. Herzlichen Glückwunsch. Du kannst ja den rein theoretisch noch ein bisschen hochstapeln, dann ist er stabiler und höher. Ja, toll. 3-mal hintereinander verloren gegen einen unserer Spieler. Jetzt könnte ich natürlich sagen, habe ich extra gemacht. Nee, habe ich nicht. Ich verliere nämlich auch äußerst ungern. Mist. Herzlichen Glückwunsch. Also alle die jetzt einen Ball reingepostet haben, die sind in der Verlosung. Per Zufallsprinzip werden wir jetzt gleich 2 Bitburger Fanpakete raushauen und mal gucken. Vielleicht können wir auch während der Sendung sogar noch sagen, wer sie gewonnen hat. Aber währenddessen werden wir versuchen, weiter eure Fragen zu beantworten. Und da geht ein Telefon. Das bedeutet, es gibt gleich einen Kasten Bier hier für die gesamte Crew. Ach, es ist meins. Mist. Verdammt. Jordi macht es aus. Vielen Dank. Was war dein schönster Moment bei Borussia, fragt Jan. Eine gute Frage. Es gab sehr, sehr viele schöne Momente, aber ich glaube nach wie vor, der am längsten auch im Gedächtnis bleibt, ist der Gewinn der Relegation gegen Bochum damals. Also in Bochum dann mit dem Tor, was dann Marco geschossen hat nach Igors Vorlage. Ich glaube, das ist so ein Moment, der wird immer hängen bleiben. Ja, also als Fan oder Stadionsprecher auch und alle, die dabei waren, wissen, welche Emotionen Fußball in dem Moment auslösen kann. Die Situation damals, würdest du sagen, die war insgesamt schwieriger als jetzt gerade? Ja, definitiv. Zum einen, es war natürlich eine Situation, wo wir einfach auch qualitativ von der Mannschaft her, sage ich mal, ins untere Drittel gehörten. Und dementsprechend man nimmt es eher an, den Abstiegskampf, aber du hast natürlich auch das Gefühl, du gehst in Spiele und hast nicht diese Überzeugung, dass du halt wirklich, sag ich mal, was reißen kannst. Jetzt ist es andersrum, jedoch ist es manchmal auch fataler, weil du denkst, du bist besser, als es dann die Tabelle wirklich sagt. Mhm. Deswegen ist es immer schwer, Situationen zu vergleichen, aber die Situation war bedeutend schwieriger. Ja. Ist es insgesamt eigentlich schwieriger, so eine Niederlage wie am Wochenende, die eintrifft, zu verarbeiten, wenn man selbst gespielt hat oder wenn man nicht gespielt hat? Oder ist es egal? Bei mir ist das egal. Ich, wie ihr weiß, bin ich ein Mannschaftsspieler und bei mir ist das egal, ob ich jetzt 90, 20 oder gar nicht gespielt habe. Ein 6-0 ist so oder so suboptimal. Patrick will wissen, Pommes mit Ketchup oder Mayo? Mayo. Insgesamt Lieblingsessen möchte Escargo wissen. Lange Zeit Pommes mit Schnitzel. Aber mittlerweile kann es auch mal ein guter Burger sein. Wer ist der Verrückteste im Team?
Die Frage ist gerade live reingekommen. Oh, was, jetzt müsste man gegenfragen, was ist verrückt? Ja, stimmt. Verrückteste im Team. Es wird wahrscheinlich Tikus sein. Klamottenmäßig war es früher Ibo, da war es immer klar. Also Tikus sitzt neben mir in der Kabine und der hat schon ein paar verrückte Züge. Ja? Ja. Würdest du einen mal sagen? Fällt dir einer ein? Seine Unterhosen sind ja bekannt. Also, die ein bisschen crazy sind. Ja, ich frage jetzt nicht, was er heute angehabt hat. Da habe ich auch nicht drauf geachtet. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir das aufschreibe. Camp dich frei will wissen, was wärst du geworden, wenn nicht Fußballer? Wahrscheinlich irgendwas im Bankwesen. Das interessiert dich? Ja. Warst du gut in Mathe? Ja, doch schon. Einigermaßen. Wie wichtig ist dir die Bindung zu den Fans? Nächste Frage, die live reingekommen ist. Also wir haben es ja jetzt in der Pandemie gesehen, ohne Fans macht es halt gar keinen, also Sinn ist jetzt vielleicht übertrieben, aber halt null Spaß. Also es fehlt halt das, was den Fußball ausmacht. Dementsprechend ist das, ja, also ich bin jetzt keiner, der immer dauernd rumrennt und sagt, ich liebe die Fans und so, das wisst ihr ja alle, aber das ist halt unser Hauptbestandteil. Ohne Fans macht es halt keinen Spaß und macht das Ganze, fehlt einfach der große Teil. Wie wichtig ist es dir und was ist es für ein Gefühl, Fußballgott zu sein bzw. genannt zu werden, wollten ganz viele wissen. Ja, es ist eine große Auszeichnung. Ich glaube, da honorieren die Fans das, was ich hier geleistet habe in den letzten Jahren und dementsprechend sehe ich das als großes Kompliment. Wie war deine Kindheit, Symbolwissen? Meine Kindheit war super. Ich kann mich null beschweren. Nico fragt, was macht der Fußballgott, wenn er nicht Fußball spielt? Was soll er da machen? Sich um seine Tochter kümmern, mal weggehen, mal was Schönes essen. Ist jetzt nicht so, PlayStation ist nicht mehr so aktiv. Nee? Hast du mal Alter im Interview gesagt, ne, dass du die auf jeden Fall brauchst? Ja, die habe ich auch immer noch da und wenn mal ein gutes Spiel kommt, dann setze ich mich auch noch mal spät abends ran, aber ist leider weniger geworden. Vielleicht mehr Skat. Jörg fragt nämlich, hast du wieder eine Skat-Runde in der Mannschaft? Nee, haben wir nicht mehr. Ich habe auch das Gefühl, dass so die alten Spiele Doppelkopf-Skat auch so ein bisschen aus der Mode kommen. Heutzutage wird dann eher Skull King oder Wizard gespielt. Da haben wir allerdings wieder eine Runde. Nee, auch schon per Karten, ja. Ach so, das schon. Skull King haben wir jetzt eine ganz gute Runde. Jason fragt, mit welchem Fußballer würdest du gerne mal zusammenspielen? Mit dem du noch nicht zusammengespielt hast. Boah. Habe ich jetzt, gibt es keinen. Also es ist nicht so, dass ich vor dem Fernseher sitze und sage, boah, mit dem würde ich gerne mal. In welcher Jugend war dein Durchbruch, beziehungsweise ab wann wusstest du, du kannst es schaffen, Profi zu werden? Na, ich glaube in Gladbach dann schon, weil du hast dann die Profis hier gesehen, du bist irgendwo nah dran und dann realisierst du, dass es zwar immer noch weit weg ist, aber du kannst es, sage ich mal, förmlich spüren, dass du es doch schaffen kannst. Wenn du jetzt in Dresden bist, dann ist es schon ein bisschen schwieriger. Unsere erste Männermannschaft hat dann vierte Liga gespielt, Dynamo Dresden zu der Zeit auch. Dementsprechend war es dort schon schwieriger. Eine Frage, die auch unsere Redaktion heute Morgen sehr beschäftigt hat. Luise hat das geschrieben, Nutella mit oder ohne Butter? Eigentlich gar nicht. Ich bin gar kein Freund mehr von Nutella. Oder es gibt auch andere Schokocremes, ja? Milka? Ja, Nudossi bei uns im Osten und so. Aber, oder hier die mit Kokos. Ja, das gibt es auch alles. Naschi. Aber das ist, also wenn dann natürlich mit Butter, ist klar, das muss schön ineinander verlaufen. Und der Toast muss schön heiß sein, aber habt ihr gehört? Wie gesagt, die Zeiten sind lange vorbei. Ne, können wir ja am Wochenende fragen, Wolfsburg, da kommt ein Nutella-Experte. Das stimmt. Ne? Das hat stimmt. Ja jetzt gerade nochmal Martin Harnik in den sozialen Netzwerken gesagt, dass er irgendwie ein ganzes Ding Toast, also Max, wir reden von Max Kruse, ein ganzes Ding Toastbrot mit Nutella gegessen hat. Das, wie gesagt, ich lese sowas nicht. Ich weiß aber, dass der Max sehr gerne Nutella ist. Ja, hat er mal bei uns gespielt. Das viel Zeit mit ihm verbracht. Ja, genau. Der beste Spieler, mit dem du in deiner Borussia-Zeit jemals zusammengespielt hast, fragt Erik Peters. Als Spieler Rafa, ganz klar. Ich glaube, das gibt es keine zwei Meinungen. Rafa in seiner Topform hätte in jedem Club der Welt funktioniert. Und als Typ, glaube ich, wo ich auch am meisten mitgelernt habe, ist von Martin Stanzl. Ja? Ja, auf seine Art und Weise, manchmal. Ein komischer Kauz, aber Martin, wenn du zuguckst, schöne Grüße. Ja, der weiß das schon. Ich habe noch
viel Kontakt mit ihm, telefonieren ab und an mal und er ist einfach ein guter Typ, der geradeaus ist. Ja, finde ich auch. Geradeaus, das ist ja auch was dich auszeichnet. Das ist vielleicht. Deswegen, wir saßen ja auch in der Kabine nebeneinander und deswegen haben wir uns, denke ich, auch gemocht. Da passt eine Frage, die auch im Vorfeld reingekommen ist. Vielleicht fehlen solche Typen wie Granit Xhaka, Martin Stranzl, vielleicht der Borussia aktuell? Aber du bist ja da. Ja, wobei das ist dann immer eine andere Sache, ob du viel spielst, weniger spielst. Aber ja, ich würde aber das jetzt nicht nur auf uns beziehen, sondern generell, die Typen werden nun mal ein bisschen weniger, es wird alles ein bisschen flacher. Vor 5, 6 Jahren hat man dann von der flachen Hierarchie gesprochen, aber ich bin immer noch ein Freund davon, ab und an auch mal offen heraus seine Meinung zu sagen. Heutzutage eckt man dann ja sofort an und da fühlt sich jeder gleich beleidigt und so. Ich glaube, das ist aber ein generelles Problem, auch in der Gesellschaft. Du darfst ja gefühlt gar keine Kritik mehr äußern, sonst wirst du gleich in irgendeine Ecke geschubst. Und ich bin halt immer noch jemand, der gerne mal dem anderen von Auge zu Auge sagt, das war Mist, das war Mist. Und dann geht man rein, sag ich mal, jetzt auf dem Fußballplatz, dann geht man rein und dann ist das Thema erledigt. Aber wie gesagt, heute hat sich die Zeit ein bisschen verändert. Es ist aber, wie es ist und dementsprechend muss man damit klarkommen. Ja, aber es ist ja schade. Ich finde das ja auch schade. Ne? Ja, man kann ja auch mal unterschiedlicher Meinung. Also es sollte kein Weltuntergang, so sein, wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Ne? Ist ja auch schön. Gerade in einem Land, wo man seine Meinung sagen darf, ist es sogar ganz angenehm, wenn man unterschiedliche Meinungen hat. Ganz genau. Auch wenn es Leute gibt, die sagen, das dürfte man nicht. Doch, darf man. Also ich bin froh, dass ich darf und dass ich zumindest bisher in meinen Interviews immer das sagen durfte, was ich auch wollte. Ja. So, neben dem Training machst du noch andere Sportarten? Joggen gehen zum Beispiel? Will Carlos wissen. Joggen gehe ich gerne. Vor allem, wenn ein bisschen älter ist, dann tun zu viele freie Tage nicht so gut für die Gelenke. Deswegen gehe ich gerne joggen. Und wenn es die Zeit zulässt, gerade im Sommer, auch gerne mal angeln. Ah, noch eine Parallele zu Martin, ne? Stranzl. Ja, siehst du, ich habe ja meinen Angelschein gemacht vor ein paar Jahren und mit meinen Freunden gehen wir gerne mal ein bisschen angeln. Auf bisschen besondere abschalten. Fische oder? Nö, kreuz und quer. Mal gucken, auch so, dass man den auch esst. Also wir sind jetzt nicht fangen und wieder reinschmeißen oder so, was ja viele leider machen, sondern schon dann auch was für den Grill. Viele wollten wissen, steigen wir ab? Nee, also das wäre wär natürlich ein Horrorszenario. Man muss sich dem stellen, weil es ist eine gefährliche Situation. Das brauchen wir nicht beschönigen, aber ich gehe stark davon aus, dass wir nicht runtergehen. Singen oder tanzen? Die Frage kam auch gerade wieder. Gibt es was live. Drittes? Weil ich kann weder gut singen noch gut tanzen, demzufolge können wir das Thema abhaken. Dein Lieblingstor in deiner Karriere? Von Siri kam die Frage. Dankeschön. Es waren nicht so viele und die sahen gefühlt alle gleich aus, aber ich würde sagen gegen Kölle zu Hause. Also besser geht ja gar nicht. Oh, schöne Frage. Gibt es eine Frage, die du gerne beantworten würdest, die dir aber noch nie jemand gestellt hat? Kam von Stefan. Das ist wirklich eine gute Frage, aber fällt jetzt spontan nichts ein. Das hättest du mir mal vorher schicken müssen. Ach Mist. Ja, wir haben ja noch ein paar Minuten. Was machst du mit getauschten Trikots, fragt Peter. Ich tausche grundsätzlich nur mit Spielern, die ich kenne, mit denen ich bei der U-Nationalmannschaft zusammengespielt habe oder weil wir öfter gegeneinander gespielt haben, man hat sich kennengelernt. Die sammle ich dann, die hänge ich bei mir auf, lasse auch manche einrahmen. Habe mit Sicherheit eine recht große Sammlung mittlerweile, aber ich habe auch schon, natürlich wollte auch schon mal einen Spieler tauschen, den ich jetzt nicht so kenne. Dann verschenke ich die meistens die Trikots, weil ja, das gibt mir nicht so viel. Also wenn ich ein Trikot habe von jemandem, dann möchte ich schon irgendeine Verbindung mit demjenigen haben. Und ja, aber es sind schon einige zusammengekommen. Und wir haben jetzt auch die Gewinnerinnen bzw. Gewinner werden eingeblendet. Herzlichen Glückwunsch an euch. Ihr habt auf Toni getippt und damit richtig getippt. Der Zufallsgenerator bzw. der Zufall hat ausgewählt. Und wir werden uns bei euch melden. Meldet euch dann bitte zurück, auch zeitnah. Ja, also, weil wenn es zu lange dauert, dann verfällt der Anspruch auf den Gewinn, das Fanpaket von Bitburger. Deswegen gerne direkt melden. Florian fragt, warum die 24? Ich hatte die 37 in meinem ersten Jahr. Und dann haben wir, glaube ich, einen Hinweis gekriegt. Also wir hatten sehr, sehr viele hohe 30er-Nummern, dass wir doch die ein bisschen runterschrauben. Und dann kam der Steffen Korell als Teammanager damals zu mir und nach dem Sommer und hat dann gesagt, wie sieht es aus mit der 24, war ja Sechser zu der Zeit, die war aber schon, ich glaube an Jan Ingwer damals vergeben
Und dann habe ich halt 2 und 4, 24 und ich glaube ein oder zwei Jahre später hat der Steffen mich auch gefragt, ob ich sie nochmal wechseln möchte. Aber dann habe ich gesagt, nee, das passt schon so. Gladbacher Mädchen fragt, wann warst du das letzte Mal so richtig betrunken? Passt zum Bitburger Fohlen-Talk vielleicht. Boah, das ist eine gute Frage. Also dieses Jahr noch nicht. Also wird es vielleicht bestimmt Zeit. Zwischen den Feiertagen. So. Ja. Also Weihnachten, zwischen Weihnachten ja, und Neujahr? Wahrscheinlich, ja. Warst du da unterwegs, urlaubsmäßig? Oder? Nee, ich war in der Heimat gewesen. Okay. Wenn du einen Spieler zurückholen könntest, welcher wäre das? Menschlich und oder sportlich? Martin Stranzl. Nee. boah, das ist eine Frage. Ich glaube wirklich, dass ich Rafa zurückholen würde. Ja? Oder Juan. Da machen wir zumindest das eine oder andere Freistoßtor. Ja, definitiv. Aber Rafa haben Flo Neuhaus und Christoph Kramer auch im Podcast gesagt, also der hätte so viele Situationen auch fußballerisch aufgelöst. Ja, auf jeden Fall. Der sorgt halt immer für Überzahlsituationen. Natürlich wurde Rafa auch älter hinten raus, aber ich glaube, Rafa in seiner besten Phase, das war... Ja, wie gesagt, er hätte in jedem Top-Club spielen können. Was macht Borussia Mönchengladbach so besonders? Vorletzte Frage. Guck nach draußen. Guck auf den Trainingsplatz, was hier alles entstanden ist. Guck an die Leute, die hier arbeiten. Ich glaube, das guck an die Fans, ans Stadion. Ich guck neben mich, ja, an die Spieler. Auch das sicherlich. Und das reicht eigentlich schon, was dann diesen. Oder geh durchs Museum einmal durch. Ich denke, dann weiß man, was Borussia auszeichnet. Die Fohlenwelt, unser interaktives Museum, hat übrigens geöffnet, falls ihr am Wochenende da seid. Wolfsburg, das ist nämlich die letzte Frage. Was machen wir am Samstag? Wollten ganz viele wissen, wie schaffen wir es, Wolfsburg zu schlagen? Indem wir ein Tor mehr schießen, ist relativ simpel. Und 3-2 gewinnen. Gut, dann machen wir das einfach. Dann zum Abschluss noch einmal. Jetzt stoßen wir nochmal an. Prost, dankeschön, dass ihr wieder dabei wart und im Nachgang werden wir auch nochmal mal gucken. Jetzt wirft Jordi das Trikot ohne hinzugucken. Wahnsinn, dass ich dich bitte noch einmal kurz zu unterschreiben und der Stift fliegt gleich auch mit Sicherheit wie von Geisterhand geworfen hier rüber und einfach mal auf unseren Instagram-Kanal von Borussia gehen. Da werden wir das Trikot dann nachher auch noch verlosen vom Fußballgott. Danke für eure Fragen. Danke, dass du dir die Zeit noch genommen hast. Wie sieht die Trainingswoche noch aus? Morgen nicht öffentlich, glaube ich, habe ich genau, gesehen. Genau, dann Freitagnachmittag und dann ja, werden wir uns vorbereiten auf Wolfsburg. Gut, wunderbar. Danke, Toni. Dankeschön an euch. Ich freue mich, wenn ihr auch demnächst wieder reinklickt auf alles, was so auf den Kanälen los ist und natürlich in den Bitburger Fohlen-Talk. Bis zum nächsten Mal. Einfach mal unsere Social-Media-Kanäle im Auge behalten, da geben wir dann auch das Datum für den nächsten Fohlen Talk bekannt. Bis dann, tschüss und ole ole. Ciao. Ciao, ciao.